Hallo, ich bin wieder zurück. Ja, ich spreche mit meinem wunderbaren Lavalier-Mikro. Ich spreche auch mal leise, weil ich sitze hier direkt neben der Wohnungstür und wenn da außen im Hausflur einer langläuft und dann denkt er sich, was labert der da? Guck mal hier, ich bin fett geworden und alt. Ja, ich habe hier jetzt heute hier ein Mikro. Da. So ein Mikro hatte ich ja in einem der Unterwegs-Videos schon erzählt. Ich werde sie aber wieder zurückschicken und ich habe mir das gleiche von Wish bestellt für 20 Euro weniger. Fast 20 Euro. Ja, ihr könnt es vielleicht hier schon sehen. Es ist hier schon vorbereitet. Original Mozzarella wird antreten müssen gegen den veganen Mozzarella. Denn es ist mal wieder ein Mr. Pink deckt auf. Ist lange her, aber ihr habt's verdient. Ihr habt's verdient. Ich habe ja auch schon ein Schüsselchen hingestellt. Es halt hier ein bisschen, weil wir sind hier im Flur und hier an der Gardine ist keine Gardine, also keine Vorhänge am Fenster. Deswegen ist das hier auch so hell, weil von da das ganze helle Licht hier reinkommt, weil es hell am Tag ist. Das nervt mich. Fred flitzt hier auch rum. Ja, wir machen ein Mr. Pink deckt auf super Video, wo wir einmal. Ich hoffe, die Sachen sind übrigens. Ich springe wieder in den Sätzen hinunter. Ich bin so aufgeregt, habe schon lange nicht mehr gemacht. Ja, wir decken auf den Unterschied zwischen einem veganen Mozzarella und ein original lecker super Mozzarella. Und weil das noch nicht ausreicht, haben wir hier noch eine vegane Geflügelfleischwurst, die wir antreten lassen gegen die würzige Geflügelfleischwurst von Gutfried. Amy ist ja auch unterwegs und das große Problem könnte übrigens in dieser Sache aber sein, dass ich das ja. Ich wollte das Video schon am letzten Wochenende machen, hatte aber keinen Bock. Und heute ist Donnerstag. Ja? Also die Sachen, also die Wurst war haltbar bis zum 9.4. Heute ist der 20. 10 Tage drüber. Naja, in der Regel nicht so das Problem. Aber wer weiß. Dieser Mozzarella hier, dieser nachgemachte vegane, da steht hier auf dem. Da sollte es eigentlich stehen. Da, man kann noch so ein bisschen Rest erkennen, da. Aber man weiß es nicht so genau. Ich weiß nicht, womit wir anfangen. Wir haben auf jeden Fall das legendäre Brettchen. Wir haben ein Küchenmesser und ich steche die gleich ab. Ach, hier, guck an. Das ist ein Messer. Das könnt ihr nicht essen. Ja, man kann sich dran schrubbeln, ja. Willst du mal die Seite probieren? Ja, Amy ist da und quakt rum. Und wir haben jetzt halt, wie gesagt, Mozzarella, ne? Ganz normaler Mozzarella. Was ist da drin? Wo steht's denn hier? Was ist da drin? Milch, Salz, Lab. Käse halt, ne? So, und hier haben wir drin Mozzarella aus vegan. Was ist da drin? Was haben wir denn da? Wo steht's denn? Ach da, Hanferzeugnis, Wasser. Stärke, Flohsamenschalen, Salz und Basilikum. Also hier ist, brauchst du kein Tomate Mozzarella bzw. Mozzarella Basilikum, brauchst du kein Basilikum mehr dazu machen, weil der ist hier schon drin, offensichtlich. So, wir haben hier eine Schere. Ja, ich hat auch. Ja. Ich hoffe, es stinkt mich jetzt nicht gleich schon an, weil es gammelig ist. Ja. So, das ist die Plörre. Ganz schön viel, muss man sagen. So, dann schneiden wir das hier mal weiter auf. Scheiße, ist mir das Ding hier vom Tisch gefallen. Ist aber noch gut. Ja? Also es riecht noch nicht gammelig. Übrigens hier, die Hosen sind natürlich offen. Und hier auf dem Stuhl hängt ein vom Polen-Bazar in Slubice ein wunderbares Original-Boss-Polo-Hemd. So, dann wische ich das hier später auf. Das ist dir aus der Hand geglitscht. Das war genauso geplant. Aus der Hand geglitscht. Und ja, guckt euch das Elend an. Das sieht aus wie so ein komischer Knödel. Was für eine Scheiße. Ja, guckt dir die Kacke an. Hier, das ist hier ganz komisch. Mit so Brocken drin, ne? Das ist halt der Basilikum. Sieht aus wie so ein Knödel, oder? Das soll Mozzarella sein. Das ist natürlich jetzt blöd. Ich wusste nicht, dass der Mozzarella da schon drin ist. Basilikum. Hätte ich mal hier nämlich auch noch ein Basilikum zu holen.
Bisschen so. Also es ist ein bisschen glitschig. Nö, doch nicht glitschig. Ja, aber wir machen den Matsch-Test. Ne? Wir probieren das auch alles und gucken und den Zack-Matsch-Test. Schneidet sich wie ein Mozzarella. Hier schön so Scheibchen. Schön Scheibchen. Man sieht aber schon, ohne jetzt das Original daneben zu haben, ach hier Tücher. Ja, auch Tücher vorbereitet, super. Ihr wisst, professionell wie immer, alles am Start. Habe das eben auch schon mal eine kleine Probeaufnahme gemacht. Hier, das Mikro klingt jetzt nicht super schlecht, ne, aber auch nicht super gut. Also es ist okay für das Geld, hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Aber die Haptik ist halt Mist. Und ich glaube halt, wie gesagt, auch nicht, dass die Akkus so lange halten, wie es draufsteht. So, jetzt machen wir hier den Original-Mozzarella auf, während Amy wieder da ist. Ich habe leider den Tag, wo ich das eingekauft habe, keinen großen Mozzarella bekommen. Deswegen haben wir jetzt halt hier nur so eine kleinen Mozzarellis. Ja, so Mozzarella-Herzchen. Wunderbar. Ja, man merkt hier schon, dieses typische Mozzarella, das ist weich, so gummimäßig. Und das hier ist halt hier so ein glitschiger Klumpen, wie man sieht. Ne? Ja gut, du kannst ihn auch zerdrücken, aber das ist halt vom Gefühl her so, dieses Weiche vom Mozzarella fehlt halt. Es ist halt hier so, weiß ich nicht, ein bisschen fester. Wabbeliger, rarer. Aber wir probieren mal. Erstmal das Original natürlich. Mozzarella. Köstlich. Ja, willst du ein bisschen veganen Mozzarella probieren? Bitte schön. Nee, will sie nicht. Gut. Probieren wir mal. Es ist auch lange nicht so, also so ein bisschen, also der Mozzarella, der ist auch innen, der ist sehr feucht, ne? In sich sehr feucht. Und das hier ist, naja, nicht trocken, aber schmeckt nach nichts mit einer Note Salz. Schmeckt nach gar nichts. Und weiß nicht, also das schmeckt, also ist jetzt, es ist noch nicht schlecht, obwohl es, was weiß ich, wie lange abgelaufen ist. Es ist glitschig, das lässt sich schneiden wie Mozzarella. Ist nicht ganz so wässrig. Also wenn da der Basilikum nicht drin ist, die wissen schon, warum sie da was mit reinrühren, damit wenigstens ein bisschen Geschmack da reinkommt. Hat auch so ein bisschen was von so einer Wurst. Und halt leicht salzig. Nehme ich doch lieber noch mal einen hiervon. Ja. Typisch. Leicht mild. Also leicht mild. Nee, ihr wisst, wie Mozzarella schmeckt. Ne? Also dieses ganz leicht käsige, mozzarellrige, das fehlt da komplett. Das ist einfach nur so eine Matsche. Mit leichtem Salzgeschmack und Basilikumaroma. Aber dieser Mozzarella-Geschmack ist komplett scheiße. Nicht vorhanden. Also Produkt durchgefallen. Ihr wisst ja selber, ich bin zwar kein Veganer oder Vegetarier, aber wenn das gut schmeckt, warum nicht? Übrigens, diese Sachen sind hier vom Foodsharing von uns, von der Arbeit. Der Bernd, mein Abteilungsleiter, der kennt da irgendwie wen. Beziehungsweise ist in so einem Foodsharing-Zirkel-Kreislauf und ab und zu kann er halt was mitnehmen oder abholen und dann bringt er das mit auf die Arbeit und dann können wir uns da bedienen. Blöd ist man nur, wenn man Spät- oder Nachtschicht hat und das Zeug in der Früh, während der Frühschichtzeit kommt. Das heißt, wenn du zur Spätschicht kommst, ist nur noch der Schrott übrig oder gar nichts. Oder der Schrott halt. Naja, wisst ihr. Und ja, finde ich cool. Ich hatte ja auch jetzt am Wochenende einen Kleinanzeigen-Deal, da bin ich nach Evesen gefahren, das ist ein Dorf hier 20 Kilometer entfernt, da habe ich ein paar Grafikkarten abgeholt und die waren auch im Foodsharing und dann durfte ich mir sogar was mitnehmen. Ne, weil die Frau hat da gerade die Kisten ausgeladen und dann habe ich gesagt, Samstagnachmittag, so eine riesen Kisten und überall die 30%-Sticker drauf. Ist, ja, seid ihr beim Foodsharing? Sagt sie, ja. Und wenn du Bock hast, ne, habe ich das erzählt hier von der Arbeit, ne, hier, da haben wir das auch und ja, hier Nachhaltigkeit, bla bla bla.
Wenn meine Frau gleich durchgeguckt hat, dann kannst du dir auch noch was mitnehmen. Und ich habe eine Packung, hier so einen Schlauch Grünkohl mit Würstchen. Köstlich. Ja, also ich finde, man kann das essen hier, in der Tat durchaus. Ja, aber man darf nicht erwarten, dass das nach Mozzarella schmeckt. Ne. Wie gesagt, salzig, ganz bisschen, also nicht, dass es jetzt richtig reinhaut, das ist ganz, ganz, so wie dieser Mozzarella-Geschmack hier ganz dezent leicht immer aufkommt, so ist das Ganze dezent salzig mit Basilikum-Aroma. So, zum Neutralisieren haben wir hier einen wunderbaren Booster Exotic. Und wie gesagt, diese Mozzarella hat auch ganz klar eine Ähnlichkeit zu der Konsistenz hier von so einer Fleischwurst, die wir jetzt hier vergleichen, die vegane Flügelfleischwurst. Was ist da alles drin? Natürlich die Lieblingszutat der Lebensmittelindustrie als Nummer 1, Wasser. Dann haben wir Öl, Pflanzenproteine, Erbsenprotein, Ackerbohnenprotein. Verdickungsmittel, Carrageen, Cognac, Methylcellulose, Reisstärke, Leinmehl, Farbstoff, Paprikaextrakt, Aromen, Hefeextrakt, Gewürzextrakt, Gewürze, Zucker, Salz, Dextrose, die geile vegane Geflügelfleischwurst. Die originale Geflügelfleischwurst, was ist da? Und da ist auch eine ganze Menge drin. Aber 75% Pute und Huhn, Trinkwasser, Geflügelfett mit Haut, Salz, Gewürze, Gewürzextrakte, Dextrose, Natriumcitrat, Diphosphat, Ascorbinsäure, Natriumnitrit, Buchenholzrauch. Also was in der Wurst halt drin ist, Fleisch, Wasser, Salz und ein paar Stabilisatoren und ne, Fleisch, Wasser, Salz, Gewürze, Stabilisatoren. Fünf Sachen. Von manchen auch zwei oder drei, aber halt fünf Sachen. Hier haben wir wie viel? Wasser, Öl, Pflanzenproteine, Verdickungsmittel, Reisstärke, Leinmehl, Farbstoff, Aromen, Hefeextrakt, Gewürzextrakt, Gewürze. Ja, sagen wir so das Doppelte. Gucken wir mal. Die Schere. Wunderbar. Ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem wunderbaren Aufdeckungsvideo. Alter, das riecht wie so Bacon-Chips. Das erwarte ich nicht, wenn ich eine Fleischwurst aufmache. Also es sieht auf jeden Fall schon mal aus, ne? Was machst du da auch schon groß falsch? So ein Plastikdarm. Hier waren übrigens zwei drin, aber ich habe eine schon direkt den Tag, wo ich es gekauft habe, aufgegessen. Aber ich habe die Packung aufgehoben, ne? So. Ja, sieht sehr fleischwurstig aus. Kann man nichts sagen. Verhält sich auch so. Uah. Alter. Eben hat der noch nach diesen Bacon-Chips gerochen. Jetzt riecht es wie ein Maggi-Würfel. Wie ein Brühwürfel. Nicht ganz so krass. Ne, kennt ihr von früher Mutti immer in die Suppe geschmissen, so ein Brühwürfel. Das soll Fleischwurst sein. So, sie schneidet sich wieder genauso. Ein bisschen fester wie der Mozzarella. Wenn man genau hinguckt, sieht man den Unterschied, aber wenn man das jetzt hier eins nebeneinander hält, dann fällt das nicht auf. Aber es riecht. Nee. 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 Genau so einen labbrigen Kram wie dieser Mozzarella. Auch salzig und dieser Gewürz-Maggi-Geschmack. Ja, auf dem Brot mit Butter und so. Ja. Aber was wichtig ist, wie viel Fett ist hier eigentlich drin? 10 Gramm Fett. 20 Gramm Fett. Wollte gerade sagen, das fühlt sich nicht so fettig an. Ja, gut. Der erste Bissen, der erste Riecher war ein bisschen streng. Aber jetzt in der Tat, jetzt geht's eigentlich. Wenn man jetzt das mit auf dem Brot vorstellt oder im Salat, man kann sogar das ganze Ding hier rausdrücken. Das klappt bei der Fleischwurst nicht.
Ja, okay. Ne, wie gesagt, der erste Aroma haut ja ordentlich einen rein, aber dann. Ja, doch. Kann man essen. Wie gesagt, wenn das im Salat reingemischt ist, in, was weiß ich, Nudelsalat, Kartoffelsalat, Fleischsalat. Gucken, was Amy sagt zur veganen Geflügelfleischwurst. Ob sie drauf reinfällt. Amy. Ja. Will sie nicht. Wie gesagt, im Salat irgendwo untergemischt. Kann man das machen? Jetzt kommt The Original. Man merkt das schon hier. Riecht nach Wurst. So, und wie gesagt, hier vegane Original. Ne, also das optisch auf jeden Fall 1 zu 1, würde ich sagen. So, und geschmacklich, ne, die drückst du nicht aus der Hülle raus hier. Ne. Geschmacklich. Nicht mal hier aus dem kleinen Endstück hast du das rausgedrückt, musst du hier aufschneiden. Na, ich weiß auch, wie diesen Biss. Und hier auch so ein bisschen Elastizität drin. Das hast du ja hier nicht. Das hier war es. Ne? Ja, ihr habt ja gesehen, ich schneide jetzt nicht nur ein Stück ab. Ich meine, das muss man sich drüber klar sein, dass eine Fleischwurst ist Schrott. Ne? Eigentlich. Der letzte Rest klein durchgewurstet, klein gemacht. Amy! Amy! Wieso hört sie nicht? Bin gespannt, was sie hierzu sagt, wenn sie gleich immer vorbeikommt. Amy! Ich glaube, sie ist gerade draußen auf dem Balkon beschäftigt. Ja, da ist auf jeden Fall, also das schmeckt auch irgendwie, aber nicht nach Wurst. Nee, das hier. Und wie gesagt, irgendwo reingemischt, fällt es wahrscheinlich auch gar nicht auf, aber hier haben beide Produkte wenig mit dem Original zu tun, geschmacklich. Optisch, ja, vor allem, naja, gut, hier, das muss ja komische Mozzarella, diese komische Knödel mit diesem Brocken drin hier, ne? Ich weiß ja nicht. Das ist übrigens mein Frühstück. Es ist, wie spät ist es überhaupt? 2 Uhr am Donnerstag. Ich habe Urlaub. Ich habe bisher heute eine Banane gegessen. Mozzarella. Ich kann übrigens noch ein anderes Produkt gleich zeigen, was ich aber nicht vergleichen kann, weil ich kein Original da habe. Nämlich am Montag, da war ich ja noch arbeiten, oder Dienstag, war wieder Foodsharing-Zeug bei uns auf der Arbeit. Ich hatte Frühschicht, also hatte ich die Chance, mir gut was von dem guten Zeug mitzunehmen. Und da war diesmal wieder vegane Wurst drin, unter anderem. Und da muss ich sagen, wenn ich es nicht wüsste, würde ich es nicht merken. Erstmal noch mal ein Stück Fleischwurst. Nee, die kann man immer essen. Achso, wie viel Salz ist hier drin? Im nachgemachten 3 Gramm Salz auf 100. Ist schon sehr viel. 2,2 ist auch viel. Aber es ist halt eine Wurst, ne? Salz macht haltbar. Ach, Amy kommt. Bisschen Stück Wurst. Amy. Warte, jetzt gibt es hier mal richtige Wurst. Gucken, ob sie die will. Die will sie auch nicht. Dann esse ich sie. Ja, ich hole mal kurz das andere Produkt. Das Geile ist, die Hose ist offen und ich habe das Mikro hier dabei. Das kann mir quatschen, während ich weggehe und ihr hört mich noch trotzdem genauso gut. Ah, nämlich
Das Zeug hier, veganer Schinkenspicker Grillgemüse, das kann man sich so vorstellen wie so ein Lioner. Oder wie spricht man dieses aus, diese Wurst? Gibt es ja hier nicht Schinkenwurst, sondern heißt es Lyoner oder Lioner? Ich weiß es nicht. Also halt auch sowas wie Fleischwurst, auch durch den Wolf gedrehter letzter Schrott mit ein bisschen Salz und Gewürzen. Gibt es ja hier auch hier Paprika Lioner, ne? Ne, sieht ja dem schon sehr ähnlich. Hier ist zwar hier, was ist da drin? Aubergine oder was ist da drin? Hier auch übrigens an erster Stelle Trinkwasser. Das ist toll für die Industrie, da sparen die richtig. Paprika und Zucchini ist hier drin. Okay, ich dachte, wäre Aubergine. Nee, Zucchini. Okay, Paprika und Zucchini ist hier drin. Ist halt sowas wie diese Paprika-Lioner. Ich sag Lioner. Weiß nicht, was ihr dazu sagt. So. Brr. Und hier muss ich sagen, außer dass das Zeug ein bisschen schmierig ist, geschmacklich ist das top. Wenn du jetzt schon die Packung aufmachst, das riecht so ein bisschen nach Lioner, nach Mortadella und nach Paprika. Nicht so aufdringlich hier wie dieses Zeug am Anfang. Das riecht gut. Das riecht gut. Und was auffällt ist, die Scheiben sind ein bisschen schmierig. Weiß nicht, ich kaufe so selten Lioner. Also ich kaufe es ja nicht mehr, weil ich eigentlich solche Schrottwurst eigentlich nicht mehr esse. Nur ganz selten mal. Das ist hier auch so genauso labberig. Ne, verhält sich genauso. Kannst dich hier auseinanderziehen. Sieht wirklich, es riecht so, es verhält sich so. Und es schmeckt auch so. Oh, Fred kommt. Hier habe ich leider keine Vergleichspackung gekauft, weil, wie gesagt, so viel, was willst du jetzt mit so viel Wurst und extra nochmal Wurst kaufen für die Scheiße hier? Also, Fred will bestimmt ein Stück Fleischwurst haben. Ja, mach die mal hoch. Du bist kleiner, größer wie Amy und die macht sich hier hoch. Jetzt könnt ihr ihn hier leider nicht sehen. Ja, vielleicht so ein bisschen. So, Fred will Fleischwurst haben. Der ist vernünftig. Also wie gesagt, das Zeug kann ich empfehlen. Das schmeckt gut. Und hier ist aber auch eine ganze Menge Zeug drin. Also wenn das jetzt hier ein Original-Lioner wäre, dann würde die Zutatenliste so ähnlich klingen wie bei der Fleischwurst. Außer dass halt noch zusätzlich zu den Gewürzen und dem Fleisch und dem Salz und Stabilisatoren noch Paprika drin wäre. Hier ist drin Trinkwasser, Grillgemüse, Rapsöl, Verdickungsmittel, das gleiche wie da. Dieses Carrageen, dieses Cognac, Tarakernmehl, Bambusfasern, Gewürzextrakte, Sonnenblumenprotein, Kochsalz, Traubenzucker, natürliches Aroma, Zitrusfasern, Gewürze, Kräuter, Farbstoff und Kartoffelprotein. Was ich aber da geil finde, das ist eine vegane Wurst, kann Spuren von Ei enthalten. Genauso wie bei dem Mozzarella, hier steht auch drauf. Ach, hier steht's noch. Für den perfekten Schmelz Scheiben mit Rapsöl oder Pflanzendrink bestreichen. Was ist das denn, Alter? Nur drin, was gut ist. 100% Bio-Hanf. Warte mal, wo war das denn? Stand das oder war das das, was ich meinte? Ah, hier auch. Kann Spuren von Milch und Soja und Gluten und Sesam und Lupine. Das sind so, sollen vegane Produkte sein. 100% vegan, aber kann Spuren von Ei oder Milch enthalten. Ja, Mist, er hat sie nicht aufgegessen, die Fleisch, er hat sie nur abgeleckt, aber wenigstens wollte er sie haben. Und wie gesagt, dieser gute Schinkenspicker hier, der ist exquisit. Also wenn ihr Schrottwurst in Schrott essen wollt, noch schrottiger, dann nehmt. No. Das schmeckt echt so wie Lioner. Auch beim Kauen, das fühlt sich genauso an. Mundgefühl. Ganz wunderbar. Und noch ein kleines Sache.
Also im Kühlschrank geht das und das. Die werde ich hier nicht aufheben und diese komische gummiartige. Natürlich jetzt schade, dass das in den Müll fliegt, aber es ist halt einfach nicht lecker. Also ja, ne, untergemischt und wenn man ein bisschen was von isst, dann merkt man es nicht mehr, aber. Ich sag mal hier 25 Minuten. Wunderbar. Kann man so im Mund, so auf der Zunge zerdrücken, ne? So ein Mozzarella, da kriegst du nicht zerdrückt. Aber wahrscheinlich liegt es daran, weil ich es nicht mit Pflanzendrink bestrichen habe. Und ich habe noch was anderes mitgebracht aus der Foodsharing-Rettungstüte von letztens. Nicht nur diesen veganen Schinkenspicker, sondern so, es gab noch was anderes. Moment. So, das hier erstmal. Ich habe von dem Schinkenspicker übrigens hier noch eine Packung. Und ich hatte auch schon noch eine, die habe ich aber schon aufgegessen. So. Und es gab auch Hertha Finesse Schinken mit Belem-Pfeffer. Nicht, dass ihr denkt, es gibt da nur veganen Scheiß, den die Leute nicht kaufen. Ich habe noch was anderes. Das werde ich mir auch mal reinziehen. Das nennt sich Like Döner aus Soja. Like Meat, neu. Nutri-Score A. 17.04., also 3 Tage drüber. Also das kann ich auch noch ein paar Tage länger liegen lassen. Das ist, oh, was steht denn hier alles drauf? So, Pflanzenöl beschichtete Pfanne, mittlere Stufe, mehrfaches Wenden, 6 Minuten knusprig anbraten. So, sehr eiweißhaltig, 18 Gramm, das ist gut. Ach so, Eiweiß, was hat denn hier die nachgebaute Wurst? Die hat, das ist nicht viel. 4 Gramm Eiweiß, das ist nicht viel. Für so eine Wurst. Die hier hat 13. Ne? Die ist zwar sehr fettig, das Original. Aber das muss man sich auch mal reinziehen von den Nährwerten her. Salz ist im Vergleich. Na gut, haben beide viel, aber die Geflügel, die vegane Variante hat deutlich mehr Salz nochmal. Aber hier sehe ich gerade, ist fast kein Eiweiß drin. Nur 4 Gramm auf 100, das ist nix. Und hier hast du zwar doppelt so viel Fett, aber fast dreimal so viel Eiweiß. Ne? Nee, hier. 4 Gramm zu 13 Gramm, also über dreimal so viel. Hier ist 18 Gramm Eiweiß, das finde ich gut. Fett 3,7 ist sehr gut. Keine Kohlenhydrate, kein Zucker, Ballaststoffe. Also von den Inhaltsstoffen hier liest sich das gut. Wir gucken aber erstmal noch kurz, was hat der Mozzarella? Mozzarella, Fett 4. Fuck, jetzt habe ich das Original schon weggebracht. Das müssen wir auch noch vergleichen beim Original. Natürlich, fairerweise müssen wir das tun. So. Habe übrigens auch noch eine Packung Rewe Exquisit oder Rewe Erste Wahl, Feigen im Speckmann. So, wir vergleichen Fett vom Original. 19 Gramm im Original, 4 Gramm im Nachbau. Das ist natürlich 1 zu 0 für den Nachbau. Kohlenhydrate 7,5, Zucker 0,5. Kohlenhydrate 1,5, Zucker 1,5. So. Eiweiß im Original 17, Eiweiß im Nachbau 3. Ja. Ist natürlich, hier steht aber drauf Proteinquelle. Na klar. Eiweißquelle mit 3 Gramm auf 100 und hier hast du 17,5 im Original. Und dann schreiben die aber hier drauf, es wäre eine Proteinquelle. Was soll der Scheiß denn? Ja, Salz 0,5, Salz 1,9. Also viermal so viel Salz. Also es ist sehr viel Salz in diesen Sachen drin, muss man sagen. Aber Proteinquelle bei 3 Gramm auf 100, hallo, die hast du 17. Das ist. So, aber wie gesagt, was haben wir hier drin? Guck mal hier, das sieht so aus. Soll Dönerfleisch sein. Kann man durchgehen lassen, oder? Wenn es so ein bisschen ne? Soll Dönerfleisch sein. Was mir hier aber, wie gesagt, gefällt, es ist wenig Fett und viel Eiweiß hier in dem Fall. Bei diesen beiden, hier bei dem Käse und bei der Wurst, war
Bin ich nicht gut? So, wo sind denn die Zutaten? Ja, Wasser an Nummer 1, das ist gut. Sojaproteinkonzentrat, Marinade aus Rapsöl, Schärfett, Gewürzen, Kräutern, Meersalz, Essig, Zucker, Paprikaextrakt, Dextrose, Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure. Natürliche Aromen, Salz, Kuminextrakt, Maltodextrin, Zwiebel, Zucker, Gewürze. Geht eigentlich. Kannst du nichts sagen. Hier ist nicht so viel Müll drin wie in dem Käse und der Wurst. Produziert in den Niederlanden. Sojaproteinkonzentrat und Marinade stammen nicht aus den Niederlanden. Oh, und mit etwas Glück kann ich eins von drei iPhone 14 gewinnen. Das ist natürlich gut. Daumen hoch von Clemens Brock für Like Döner im neuen Wow-Qualität. Ach, in neuer Wow-Qualität. Zeige uns auf TikTok oder Instagram, welches Lieblingsgericht du mit unseren Wow-Produkten zubereitest und gewinne ein von drei Apple iPhone 14 inklusive einem Like-Meet-Probierpaket. Ja, wie macht man mit? Bla bla bla. Soja aus Europa, Schale 100% recycelt, Proteinquelle steht hier auch drauf. In dem Fall kann ich das auch unterschreiben bei 18 Gramm. Aber Proteinquelle, am Arsch vielleicht. So, Fred ist übrigens gerade in seinen Kratzbaum eingestiegen da hinten. Ich bringe mal kurz das hier wieder in den Kühlschrank und den Mozzarella. Das ist ja nicht so gut, ne, wenn das so lange draußen ist. So, mal gucken, was ich mir nachher noch reinpfeife hier. So ein geiles Zeug drin, Junge. Geiler Scheiß. Wollte übrigens auch am Wochenende eine Suppe kochen, ne? Aber das. Oh, hier, hallo Emi. Ja, guten Tag. Wurst und Käse. Ja. Und hier oben ist Fred. Da. Hier ist Freddy. So, dann haben wir jetzt eine halbe Stunde rum mit der Scheiße. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das erste Mr. Pink deckt auf seit Jahren mit dem veganen Mozzarella, der sich ja hier Mozzalina nennt, und eine vegane Geflügelfleischwurst, wobei ich sagen muss, dass man die Fleischwurst durchaus nehmen kann, wenn man die irgendwie untermischt. Ja, mag es gehen, aber der Mozzarella, der fällt durch. Und dafür aber der Schinkenspicker. Mit Grillgemüse schmeckt gut. Also, will jetzt nicht sagen, dass das super lecker ist, aber es schmeckt halt genauso wie das Original oder sehr nah dran. Und vom Mundgefühl und alles ist sehr ähnlich, sehr gleich. Weiß ich Bescheid. So, ich räume jetzt auf, mal Mittagsschläfchen. Urlaub. Ja, wenn ihr noch weitere Ideen habt, was ich denn mal wieder vergleichen könnte, dann immer wieder rein und raus in die Kommentare. Raus aus euch. Rein in die Kommentare und immer schön anklicken. Immer schön einblöden.